Prinz Harry bedauert zutiefst, die königliche Familie verlassen zu haben, aus diesem Grund. Prinz Harry soll es zutiefst bedauern, seine royale Familie verlassen zu haben. Jetzt zeigt sich auch, warum das so ist. Der offizielle Rückzug von der königlichen Familie im Jahr 2020 war für Prinz Harry kein leichter Schritt. Denn damit einherging auch der anschließende Bruch mit den Royals, allen voran mit seinem Vater, König Charles III. Und seinem Bruder Prinz William. Seinen Frust verarbeitete Prinz Harry in diversen Interviews oder auch im Rahmen einer Netflix-Doku, in der er zusammen mit seiner Frau Meghan Markle öffentlich über seine Familie auspackte. Ein Royals-Experte ist sich nun aber sicher, Prinz Harry bereut es, die royale Familie verlassen zu lassen. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Prinz Harry, Experte sicher, in ihm steckt tiefe Reue. Und dieser heißt unter anderem Remembrance Day. Am Sonntag, 12. November, war schließlich ein wichtiger Tag für die Mitgliedstaaten des Commonwealths und damit auch für die Royals-Familie. Denn da gedachte diese in London der im Ersten Weltkrieg getöteten Soldaten. Laut dem Royals-Kommentator Richard Fitzwilliams bedauert Harry seine Entscheidung, als hochrangiges Mitglied des Königshauses zurückgetreten zu sein, am Sonntag zutiefst, da dies bedeutete, dass er die Kriegstoten des Landes beim Gedenkgottesdienst im Kenotaph nicht öffentlich gedenken konnte, heißt es beim britischen Express. Prinz Harry liegt der Gottesdienst aufgrund seiner eigenen militärischen Verbindungen sehr am Herzen. Doch der Herzog von Sussex war in London nicht dabei und verweilte indes in seiner Wahlheimat USA. Fitzwilliams ist sich deshalb sicher, das Militär wird immer ein wichtiger Teil von Prinz Harrys Leben sein und so sehr er auch das Gegenteil behaupten mag, er muss tief im Konflikt stecken. Prinz Harry diente insgesamt 10 Jahre lang in der Armee, war zweimal in Afghanistan. Doch als er sich 2020 von den Royals abwendete, wurden ihm seine militärischen Titel und Schirmherrschaften aberkannt. Wie sehr ihm das Thema aber noch am Herzen liegt, zeigt sein Engagement bei den Invictus Games, die Prinz Harry 2014 ins Leben rief und bei denen an die verletzten oder kranken Soldaten und Veteranen gedacht wird. In diesem Jahr fand die Veranstaltung in Düsseldorf statt. Starfotograf zu Gast im Königshaus. Zu seinem Geburtstag am 14. November hat sich Charles vom Starfotografen Rankin ablichten lassen. Den kennen deutsche Fernsehzuschauer als besonders strenges Jurymitglied aus GNTM mit Heidi Klum. Das Schwarz-Weiß-Porträt von Charles III. Zeigt einen Mann, der mit einem leichten Lächeln selbstbewusst und zielstrebig in die Kamera blickt. Allerdings werden die Feierlichkeiten im Buckingham Palace von einer Tatsache getrübt, die auch alle Fans des Königshauses enttäuschen wird. Traurige Geburtstagsfeier für Charles III. Wie britische Medien berichten, wird sein jüngster Sohn Harry nicht nach England reisen, um seinem Vater zum Geburtstag persönlich zu gratulieren. Zu groß sind die Gräben, die das öffentliche Auftreten von Harry und Meghan in die königliche Familie gerissen haben. Britische Medien gehen davon aus, dass Charles III. Und sein Sohn Harry kaum noch ein Wort miteinander wechseln. Der König sei zwar offen für eine Versöhnung mit seinem jüngsten Sohn, aber der Schmerz sitzt tief, so die englische Zeitung The Sun. 2020 sind der Herzog und die Herzogin von Sussex von allen royalen Titeln und Verpflichtungen zurückgetreten und hatten dem britischen Königshaus den Rücken zugewandt. Noch dazu haben sie in TV-Interviews die britische Monarchie und die Regentschaft von Queen Elizabeth II. Heftig kritisiert. Harry bezeichnet in seiner Autobiografie seine Schwiegermutter Camilla als Bösewicht, das alles hat Charles ihm bis heute nicht verziehen. König Charles III. Gilt als äußerst professionell und diszipliniert. Experten gehen davon aus, dass er sich durch familiäre Probleme bei der Ausübung seiner Ämter nicht ablenken lässt.